Hallo meine Lieben, hier habe ich mal wieder eine Wohnung, wo ich empfehlen kann. Ihr wisst ja, ich möchte, wenn möglich, nur noch Objekte reinsetzen, welche, wo ich halt garantieren kann, wo ich unterschreibe, dass nach einem Jahr 10% teurer werden sollte. Also wenn ich das im Vertrag schreibe, dann heißt es nicht sollte, sondern das bezog sich jetzt auf, dass ich nur noch solche Objekte reintue. Nein, es gibt nämlich auch wunderschöne Objekte, wo man über Geld gar nicht mal sprechen muss. Wenn man es hat, dann soll man zulangen und da unterschreibe ich das natürlich nicht. Aber die empfehle ich trotzdem. Ja, also bei diesem Objekt aber unterschreibe ich es. Denn für 165.000 Euro bekommt ihr hier eine 220 Quadratmeter große Duplex-Wohnung mit 4 Zimmern und eine riesen Terrasse dazu. Ja. Also schauen wir uns mal das Ganze an. Und deswegen bei allen Objekten, wo ich halt unterschreibe, 10% teurer nach einem Jahr, da könnt ihr dann auch beruhigt zulangen. Denn das heißt, ihr habt Gewinn gemacht. Ja. Ja, hier haben wir die Terrasse. Es ist auch voll ausgestattet. Hier haben wir, ja gut, das ist jetzt der Pool. Was gibt es Negatives? Negatives gibt es bei jedem Objekt. Sagen wir mal so, bei 99% der Objekte gibt es auch Negatives. Bei diesem Objekt ist es aber so, dass halt der Preis sehr gut ist. Na, deswegen kann man locker über die negativen Sachen hinwegsehen, die ich euch aber natürlich jetzt nennen werde. Negatives, manche Möbelstücke sind nicht so der Hit. Sie wird ja voll ausgestattet verkauft, aber wie gesagt, 165.000. Dann, die Lage ist eigentlich gut, ist zentral gelegen, also in Mahmutlar, überall Geschäfte, Banken, Cafés, Restaurants. Aber sie ist zwar an einer Hauptstraße, allerdings befindet sich ja die Wohnung im 9. Stockwerk, also ihr habt die oberste Wohnung. Und jetzt schauen wir uns mal das Ganze genauer an. Also hier das Wohnzimmer mit Küche. Wir nennen das hier amerikanische Küche. Ja, genau. Amerikanisches Wohnzimmer, würde ich schon fast sagen. Wobei die Möbel gehen zwar, bis auf den Tisch vielleicht. Wobei die Küche, vielleicht sollte man die Blenden neu machen lassen. Das ist alles nicht so teuer hier. Ja? Und wir haben hier auch einen Balkon. Ja, eine Küche gibt es hier für 3.000 Euro. Gibt es hier schon sehr schöne Küchen. Wem halt die Farbe nicht gefällt. Ich bin mehr Gas-Fan, weil Strom ist so, obwohl dieses Gebäude ist ja auch knapp 10 Jahre alt und deswegen sind die Leitungen schon in Ordnung. Bei sehr alten Objekten kann ich auf keinen Fall Elektroherde empfehlen, weil da die Leitungen einfach nicht stark genug sind. Ja, ihr habt auch noch ein Fenster in der Küche zum Rausschauen. Hier haben wir eines der Balkone. Ja, das ist halt Mahmutlar. Mahmutlar brauche ich ja nicht erwähnen. Hochhausgebiet. Wenn es einem nicht gefällt, dann soll er hier nicht zu lange, wenn einem Hochhausaussicht nicht gefällt. Allerdings ist, wie gesagt, der Preis super. Und schaut euch mal diesen riesen Balkon an. Ja. Mega, dieser riesen Balkon. Auf die Elektrogeräte gebe ich ein Jahr Garantie. Und hier geht es dann direkt Richtung Kessel, Richtung Alanya. Und hier in diese Straße links rein würde es direkt zum Strand gehen. Wie lang hat man es zum Strand? Also zu Fuß circa 10 Minuten. 9 bis 10 Minuten zu Fuß. Und das ist nicht der einzige Balkon. Wir haben mehr Balkone. Und ja gut, Bergblick haben wir auch ein bisschen. Ihr müsst halt viel draus machen aus der Wohnung. Ja? Ihr könnt viel draus machen, das ist das Wichtige. Die Möglichkeit zu haben, viel zu machen. Ich mag Wohnungen, wo man die Möglichkeit hat, viel zu machen. Es gibt aber auch Wohnungen, wo man nicht viel machen kann, beziehungsweise gar nichts machen kann. Das ist natürlich nicht so der Hit. Ja, wie gesagt, Bergblick haben wir auch. Hier geht es dann rauf. Hier hinten seht ihr das Gästeklo. Und hier geht es zur oberen Etage. Und
mit Dusche und hier haben wir ein Kinderzimmer mit Schreibtisch. Sehr schön, so ein Schreibtisch kostet hier nicht wenig. Und jetzt schauen wir mal rauf. Hier haben wir einen anderen Balkon in diesem Schlafzimmer. Und wie gesagt, Preis ist mit Möbel, mit Accessoires. Und hier nochmal ein Balkon. Und da hinten sieht man das Meer, wie ihr sehen könnt, also ca. 10 Minuten zu Fuß. Und oben haben wir natürlich auch ein Bad. Und hier das Hauptbad mit Durchlauferhitzer und Dusche. Und hier nochmal ein Schlafzimmer. Und dann die Terrasse. Und die Terrasse geht praktisch um die Ecke. Sehr großes Schlafzimmer. Moment mal, Moment, das ist jetzt der Balkon. Und Moment. Und hier haben wir die Terrasse. Jawohl, also hier ist die Terrasse. Und mit einer Markise, dass man da praktisch, auch wenn die Sonne scheint, drunter liegen kann. Ansonsten ist es wirklich sehr, sehr heiß. Und dann nützt so eine Markise sehr viel. Ja, wir haben auch hier Geisteskranke, die ohne Sonnenschirm zur Mittagszeit sich in die Sonne hinflatschen. Im Juli, August, September. Und das sind für mich wirklich geisteskranke Leute. Ja, geisteskranke Leute. Dann schmieren sich irgendein 50 Ding Sonnenschutz hin. Ja, und dann wunderst du dich, dass du halt mit 60 auch schaust wie mit 100. Ne? Und aber mir egal, das ist euer Leben, macht was ihr wollt. Jedes Tier würde sich bei starker Sonneneinstrahlung unter einen Baum setzen, in Schatten legen und nicht in die Sonne gehen. Jedes Tier, ja, nur der Mensch ist halt manchmal kein Tier mehr, sondern schlimmer. Ja, ihr seht, eine Riesenterrasse. Also ich liebe Terrassen. Ja. Terrassen sind was sehr Wichtiges, was Wunderschönes. Und das ist eine Riesenterrasse. Man kann daraus viel machen. Man kann sie aufteilen, einen Bereich zubauen, wenn man möchte. Es ist wirklich sehr gut, wenn man so eine Riesenterrasse hat. Und solche Riesenterrassen haben auch ihren Preis, diese Wohnungen normalerweise. Deswegen unterschreibe ich ja auch hier, dass es nach einem Jahr locker 10% teurer wird. Ja. So eine Riesenterrasse macht echt Spaß. Das sind die Zusatzgemeinschaftsbereiche in einem Gebäude. Generator, Fitnessraum, Kinderspielplatz, Mini-Kinderspielplatz. Was heißt Mini? Seien wir doch mal froh, dass wir sowas haben hier. Und dann Parkplatz haben wir ja auch. Und der Pool, der ist auch in Funktion. Hier funktioniert auch alles. Nebenkosten sind 500 Lira im Monat. Das sind etwa 25 Euro. Und dafür bekommt man ja auch was. Ja. Das Ganze von oben. Hier, da seht ihr wieder, wo das Meer ist. Da hinten wäre das Meer. Da wird jetzt überall auch gebaut. Hier wird halt dementsprechend, was die Bevölkerung verlangt, wird auch dementsprechend gehandelt. Ja. Das heißt, in Deutschland fehlen über 1 Million Wohnungen. Und was machen sie? Statt dass sie es einfacher machen zum Bauen, dass sie es vereinfachen, machen sie es immer schwieriger. Mehr Auflagen, mehr Auflagen. Also aktuell kann man sagen, ein dümmeres Land als Deutschland gibt es, glaube ich, nicht. Ja? Und, aber das ist ja so gewollt. Die wollen ja das Volk drangsalieren. Und ja, nicht was Gutes. Ja, nicht eine gute Sache. Nein. Stell dir mal vor, in Deutschland, in einem normal Bürger-, Wohnarbeiter-Gegendviertel, wie hier auch in diesem Fall, ja, hat man einen Pool, ja, oder einen eigenen Spielplatz oder einen eigenen Fitnessraum oder so eine Terrasse. Never ever, das würde niemals genehmigt werden, weil du sollst doch leiden, du darfst doch nicht leben. Ganz normal leben ist für dich verboten.
Du musst ein Arbeitssklave sein. Dich müssen wir unten halten. Ja? Und dann auch noch für den Preis, ja, 165.000 Euro, Entschuldigung, und auch noch voll ausgestattet. Ja? Wenn du da alles zusammenrechnest, was da, auch wenn es gebraucht ist, sorry, natürlich sind gebrauchte Sachen hier, wenn man kauft, günstiger. Ja? Aber die wurden ja nicht gebraucht gekauft, sondern neu gekauft. Und ihr wisst ja selber, viele meiner Kunden kommen zweimal im Jahr, dreimal im Jahr für einen Monat mal her. Und das heißt, das ganze Zeug ist nicht so arg benutzt. Ja. So, jetzt habe ich euch wieder voll gelabert. Ich hoffe, es gefällt euch. Falls ja, dann langt zu. Und gefällt mir wirklich. Ja. Der Preis gefällt mir am meisten. Ja. 4-Zimmer-Duplex mit riesen Terrasse. Das findest du nicht für den Preis. Das gibt's nicht. Okay. So viel von mir. Liebe Grüße. Bis zum nächsten Video. So, vielen Dank, meine Lieben. Dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Video. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. So, das war hart, das war hart. Aber es ist für euch alle gut und für mich auch. Und alles besser, qualitativ. Viel mehr Sicherheit für euch. Sowas darf man nicht wieder verlieren. War anstrengend, sehr anstrengend.